Good morning to you. Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Willkommen in der ersten Woche im neuen Monat. Sagt der Jay, hat man gar nicht angefangen. Sag ich, ist aber tradertechnisch sozusagen die Non-Farm-Woche. Deshalb begrüße ich uns schon mal zur Non-Farm. Okay, was haben wir letzte Woche gesehen? Dollar war in einer Box, das heißt bei uns Seitwärtshandel. Bei mir, sorry, ich sage immer noch uns, gibt ja kein uns mehr. Wobei, Message an meine Trader, read my lips, hör mir zu. Alle Probleme werden gelöst. Hörst du mich? Genau. Einfach Geduld, aber alle unsere Probleme werden gelöst. Okay, Dollar. GDP war niedriger als erwartet und die Inflation kam höher rein als erwartet. Und wir sehen, dass die reale Inflation als auch die Inflationserwartungen höher sind und Core PCE sich über 3% einpendelt. Das findet die Fed sehr, sehr negativ. Und jetzt siehst du auf Bloomberg die ersten Artikel, die sagen, vielleicht werden wir auch überhaupt nicht hiken. Ach nein, no shit, Sherlock. Wir sind also unter 50 Basispunkte, was überhaupt noch für kommendes Jahr an Senkungen eingepreist wird. Und auffallend auch, dass die PMIs schwächer werden. Als auch die ersten, ich traue es mich kaum zu sagen, Anzeichen im Arbeitsmarkt, dass auch der sich ein ganz kleines mikromäßig abkühlt. Das werden wir eben am Freitag auch erwarten mit den Zahlen, die wesentlich niedriger erwartet werden, als wir sie letztes Mal hatten. Das war ja Bombe letztes Mal. Euro-Dollar ebenfalls in einer Box, also der Euro. Was sehe ich hier? Manufacturing PMIs kommen runter, Service PMIs ziehen wieder an. Das sehe ich überall auf der Welt. Die 10 Jahre in Deutschland kamen mit einer höheren Nachfrage. Das ist auch interessant. Und mir fiel auf, dass die Geldmenge M3 stark angesprungen war, Jahr-auf-Jahr-Basis. Und das ist doch interessant, nämlich von 0,5 auf 0,9%. Und das spät im Zyklus ist normalerweise ein Hinweis für Inflation. Ja, es kommt immer darauf an, wann die Geldmenge erhöht wird. So spät im Zyklus die Geldmenge so drastisch zu erhöhen, das kann Inflation ausüben. Und deswegen bin ich gar nicht mehr so bärisch. Ich habe gesehen, 1,0750 wurde im Euro-Dollar letzte Woche geschickt, verkauft. Das ist ein Level, ich denke, dass wir, liebe Grüße an den Terminator, ich denke auch, dass wir jetzt gleich, das Open ist ja schon in Asien gerade, hochschießen. Und dann wird es interessant, ob die 1,0750 überschossen werden und dann nochmal Verkäufer reinkommen. Da steht und fällt natürlich alles auch mit der Fed am Mittwoch. So, Pfund, Retail Realized Sales kam runter. Sehr, sehr schlecht. Die Inflation, erwartete Inflation, wird erwartet, dass sie in den nächsten 3 Monaten weiter ansteigt. Public Debt ist angezogen und die PMIs kommen auch hier runter. Genau dasselbe wieder. Manufacturing PMIs werden schwächer, Services PMIs ziehen leicht an. Das Pfund hat diese Woche positiv natürlich auf das Risk-On-Sentiment reagiert. Warum auch? FTSE 100, neue Höchststände. Da sind ganz viele Rohstoffwerte drin. Und das ist im Grunde genommen relativ simpel, diesen Long, ähnlich auch in Japan, Financials Longs gegangen zu sein, war auch simpel. Warum? Weil sie jetzt endlich mal Transformation reinbekommen und du da Geld verdienen konntest und auch weiterhin kannst. So, zurück zum Pfund, also sehr, sehr reagibel auf Risk on, Risk off. UK-Aktien performen, FTSE 100, Rohstoffe hatte ich gerade schon gesagt. Aussie-Dollar, super Long, bester Trade Long Aussie-Yen. Was für ein dovischer Hold von der Bank of Japan. Aussie Dollar Manufacturing kam besser rein als erwartet und vor allen Dingen CPI kam höher rein. Und ich sagte noch zum Kollegen von mir Anfang der Woche oder letztes Wochenende, CPI müsste so viel größer reinkommen, dass sich was im Pricing ändert. Ja, ist es jetzt tatsächlich. Wahnsinn. Und jetzt gibt es schon die ersten Investmentbanken, die darüber sprechen, ob die RBA nicht hiken wird, und zwar zweimal mit die sind halt vom Leitzins global gesehen im Vergleich relativ zu den anderen Volkswirtschaften in unserem 8 Stück, die wir verfolgen, relativ niedrig. Und das als Rohstoffzentralbank, Rohstoffwährung, das kann tatsächlich sein, dass sie noch erhöhen werden und müssen in diesem Rohstoff-Supercycle. Neuseeland-Dollar ebenfalls stark getradet, Trade Balance kam höher rein. Das tut sie allerdings immer im April und Mai, da ist ein saisonaler Effekt mit drin. Kanadischer Dollar hat in der Box mit einer leicht steigenden Tendenz gehandelt gegen den US-Dollar, da kam Retail Sales schlechter rein. Yen, wie gesagt, ein dovish Hold der Bank of Japan. Manufacturing PMIs kam
höher rein. Dafür kann man bei Tokyo Core CPI year on year niedriger rein. Super interessantes Bild. Der Yen selber im 6J, dem Future, minus 2,86%. Die PMI ist auch schwächer reingekommen. Der Dollar-Yen, 160 ist das neue 155. Einige von euch haben mir geschrieben und ich sehe, ihr seid long. Super. Dann fragen mich einige, war das eine Intervention? War das eine Intervention, als wir kurz nach der Bank of Japan auf die 155 runter sind? Vielleicht war es auch nur ein RFQ. Ich hatte das letzte Woche schon mal erwähnt. Ist auch Humpe, was es war. Ist auf jeden Fall ein Long. So, Achtung. Mittwoch, viele Bank Holidays, 1. Mai. Dann die Fed. Sollten sie intervenieren wollen, die MOF, wäre Mittwoch richtig geil. Weniger Leute am Platz und noch die Fed. Am besten um genau 20 Uhr, wenn der Paul sein München aufmacht. Ist es 20 Uhr, ich glaube? Egal, ich gucke nochmal nach. Und das wäre der most opportune time, um den Maximum Pain und Damage im Markt auszuüben. Dennoch mag ich Dollar-Yen von niedrigeren Preisniveaus aus dem Long heraus. Allein schon aufgrund der Zentralbankdivergenz. So, Renminbi. Auch die Jungs sind nicht da. Auch hier hochgradig interessant. Loan Prime Rate wurde bei 3,45 in den 1 Jahr und 3,95 in den 5 Jahren gelassen. Aber, ich hatte heute Research gelesen, eine Annahme, ich fand die Argumentation ganz gut, dass die chinesische Zentralbank den Renminbi stützen könnte. Fand ich einfach ein interessantes Modell. So, die PMIs dort kommen nämlich runter. Wir haben Dienstag bis Donnerstag Bank Holiday. Also auch hier aus diese nicht da, sollte die Ministry of Finance in Japan was machen wollen. Kort haben wir im kanadischen Dollar ein Long-Signal, welches ich auch nehme. Und ich fange das an aufzubauen. Und ich sehe Liquidität bei der 0,72300. Die würde ich gerne nochmal abgreifen. Und mein Take-Profit sind, wenn du jetzt nur kurz traden würdest, die 0,7375. Wenn du länger tradest, was ich machen werde, ist es die 0,7500. Für das längere bräuchte ich aber folgendes Szenario, dass der Dollar abverkauft, das sehe ich im Moment gerade nicht. Nichtsdestotrotz verfolge ich den Trade weiter. Allerdings sind so viele von den Währungsfuturen auf dem Weg zu einer Extrempositionierung, dass mir sozusagen das Umschalten von dem Dollar avisiert wird, das sich aber noch nicht materialisiert oder manifestiert hat. Geht im Moment auch noch nicht, aufgrund von fundamentalen Gründen. So, Take Profit 2 wäre dann die 0,74500 oder aber, wenn ich länger trade, die 0,7600. Das entscheide ich noch. Auf jeden Fall ist das ein Trade. Sektoren, wir haben gesehen, dass XLK, XLY, XLI super performt haben. Die Woche hat alles performt, es war eine der besten Aktienwochen ever. Und dann haben wir weniger relativ am schwächsten XLB, XLU und XLC. Wenn du dir die einzelnen Aktien anguckst, ist es keine zwei Reels her, dass ich über SMCI gesprochen habe und wie krass die abgestraft wurden. Die haben diese Woche plus 20,15% zugelegt. Teradyne hat plus 18,92% zugelegt, 18,92% und Nvidia plus 15,15%. Wer war am schlechtesten? Super Frage, ich freue mich, dass du fragst. Old Dominion Freight Line mit minus 13,88%. Nicht so gut. Rausfinden, ist das ein idiosynkratisches Problem von dem Namen oder haben wir Transportation, die anfangen zu schwächeln? Weil irgendwas stinkt hier, meine Freunde. Aber ich habe ein paar gute ETF-Trade mitgebracht. Also, der Semiconductor ETF SMH ist für mich ein Short im Moment, das was ich sehe. Und das ist wichtig, weil der SPY ist ein Short im Moment. Oder sagen wir so, kein Long. Und dasselbe für die QQQs, kein Long. Sind tatsächlich eher ein Short im Moment. Afrika auf der anderen Seite, EZA, sieht sehr gut aus. Und ich habe einen verpasst, der geht im Moment leider nicht. Der war ein sehr interessanter Long, PHO. Water, PHO, witziges Kürzel. Ne? Aber was ist jetzt ein Long, Jay? Peru, EPU ist ein Long. Und was noch? Was noch? Wohnen wir unter einem Stein? Hongkong, EWH. Hongkong läuft Bombe. Hongkong hat die beste Woche überhaupt. Hedgefonds haben 8 Shares gekauft, bis die Augen angefangen haben zu bluten. Hongkong ist ein Long, FXI China ist ein Long und KWEB, chinesische Tech-Namen, sind ebenfalls ein Long. Und weißt du, was noch ein Long ist? Und das ist das Interessante. XLP, P wie Klopapier.
XLP ist auch ein Long, wenn du dich defensiv parallel aufstellen möchtest, wenn dir China zu hot ist, oder geh in XLP, dann bist du defensiv in den USA aufgestellt und geh Long China. Und Silber, SLV, ist ebenfalls ein Long im Moment. Übrigens, die ganzen vor zwei Reels, die ganzen Cash Secured Puts, die ich gesagt habe, die sind alle super in the money. Die haben alle absolut klasse performt. Also, im Moment kein Long für mich, wiederhole nochmal, weil es so wichtig ist, SPY, QQQs und SMH, Semiconductor, kein Long für mich. Morgen kommen neue Daten, am Mittwoch kommt die Fed, alles kann sich drehen. Im Moment ist das aber kein Long und TLT ist sowieso ein Short. Wir sind im Bear Steepener, das macht alles keinen Sinn hier. Batterie niedrig, das ist mir doch egal. Läuft's noch? Okay, super. So, COMT, das ist der iShares Dynamic Growth Strategy ETF für Commodities. Super Long, COMT. Ich liebe das, dass ich jetzt sagen kann, dass ich so frei bin. Geht mir keiner mehr auf den Sack in dem Scheißregime. So, South Korea ist ein Long und Japan Financials habe ich auch angesprochen. Was ist mein FX-Trade für diese Woche? Ich möchte gucken, ob ich den Euro-Schweiz aus dem Long spiele. Und zwar von der 0,97500. Ist total krass, ne? Immer diese komischen Zahlen auszusprechen. Und mein Take-Profit ist die 0,98500. Ja, von der 750 bis zur 850 sozusagen. 0,9 steht davor. So, das war's schon. Die Reels können dir alle Geld machen, wenn du verstehst, was du tust. Die Trader, die ich ausgebildet habe, verstehen das. Freue mich. Ich wünsche euch eine super Fettwoche. Seid vorsichtig. Ich hoffe, es wird volatil, denn als Trader lieben wir Volatilität. Und wenn du sagst, hey, keine Ahnung, habe gerade geerbt, weiß nicht wohin mit der Kohle, mein Freund, ein Jahr Treasury Bills. Da bist du mit über 5% dabei. No risk. Und kannst nichts machen, hast keine Quellensteuer, ist absolut super. Ja? Wenn du aber was machen möchtest, dann schau dir nochmal an, ob du Peru, also EPU, ob du Hongkong gut findest, EWH, oder China selbst, FXI, oder KWEB, so nenne ich das, KWEB, Silber, SLV oder XLP für den defensiven Sektor in den USA. God bless you, may protect you from evil. Und ich freue mich, wenn wir uns sprechen, sehen, hören. Ich lade es jetzt gleich hoch und freue mich von euch zu hören, ob ihr eine gute Woche habt. Wünsche es mir sehr. Von der Fed wird einfach spannend zu hören, ob Jay Powell hawkisch oder dovish spricht. Wenn er super dovish wäre, dann erwähnt er ein, zwei Mal nur, was wir auch halten könnten. Das dann Dollar to the Moon sozusagen. Und von der Ministry of Finance, also ich gehe von der 160 aus in Dollar-Yen, würde niedrigere Levels gerne wieder einsammeln. Und der most opportune time, um den Leuten am meisten weh zu tun, ist am 1. Mai. Am besten noch zur selben Zeit, wenn Jay spricht. Jay Powell in dem Fall, nicht Jay Madrow. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Bis kommende Woche. Ciao.